Hi Mädchen. Hallo Sascha. Ja, erzähl mal ein bisschen, was macht ihr an deinen Workshops? Ja, der Workshop, den wir zusammen machen, der heißt ja einfach Intuitive Medicine, weil wir davon ausgehen, dass wir im Kontakt mit uns selber, also wenn wir wirklich diese ganzen Sphären verlassen von Bewertungen, von unseren ganzen Geschichten, die wir im Kopf haben, und wirklich ganz tief in uns ankommen und dann diese Intuition wieder spüren, dass dort ein enormes Heilungspotenzial liegt. Also, weil wir uns wirklich selber erkennen auf einer ganz tiefen Ebene. Mhm. Und ja, und das dann eben auch verändern können. Mhm. Und das, also der ganze Raum, den wir kreieren mit der Musik und auch mit den Interaktionen, der öffnet den Raum dafür bei den Menschen, bei den Teilnehmern, bei uns selber auch, dass wir diese Intuition wieder zulassen können. Also uns öffnen für die wirkliche Intuition, die ja jeder von uns hat. Mhm. Auch die Menschen, die sagen, ja, Intuition habe ich nicht. Mhm. Das stimmt so nicht. Wir spüren sie vielleicht nicht in dem Moment, aber sie ist trotzdem da. Mhm. Und diese Türen wieder zu öffnen und wirklich in das Wahrnehmen der Intuition zu kommen und dann auch diese Heilung, die dadurch entsteht, erfahren zu können. Das heißt, für die Menschen, die eigentlich noch nicht wirklich den Bezug zu der Intention gefunden haben, ja, dass die oder überhaupt nicht anerkannt haben, dass es da ist, trotzdem ist es, werden die merken, dass es immer da gewesen ist, ein richtiger Raum, das zu, für sich zu erkunden und zu festigen. Ja, es ist unabhängig davon, wie stark ich schon mit meiner Intuition in Kontakt bin. Mhm. Ich kann da immer noch tiefer gehen. Ich kann hinkommen und sagen, ich habe da bislang noch keine Berührung mit meiner Intuition. Mhm. Das ist genauso gut, als wenn ich schon ganz viel intuitiv mache und diesen Workshop einfach nutze als Raum, noch viel, viel tiefer zu gehen. Das heißt, es ist auch für jeden Mensch, der einfach sich angesprochen fühlt, für diese Arbeit dazu zu kommen. Also man braucht keine Vorkenntnisse jetzt. Das Wichtige, was man braucht, ist die Bereitschaft. Mhm. Das Gefühl habe, ja, ich bin bereit, da auch hinzuschauen, weil es ist ja nicht alles nur hübsch und blumig, sondern wenn wir mit unserer Intuition in Kontakt kommen, heißt es auch, wir kommen ja mit den anderen Schichten in uns in Kontakt, die wir vielleicht bislang verdrängt haben, die wir bislang nicht so gerne angeschaut haben. Wir kommen mit Gefühlen in Kontakt, die wir nicht so gerne fühlen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil diese ganzen Verdrängungsmechanismen prägen ja unseren normalen Alltag, ohne dass es uns oft bewusst ist. Mhm. Und wenn wir in diesen intuitiven Raum gehen, dann sagt ja unsere Intuition, hey, ich lade dich mal ein, hier mal hinzuschauen. Und das sagt ja keiner von uns, oder? Ne, das sagt ja die Intuition. Und wenn ich also diesen Raum mir zugestehe, okay, ich lasse mal meine Intuition sprechen, dann bringt es mich womöglich eben auch an schmerzvolle Themen und dafür brauche ich eine Bereitschaft. Aber was ich ja versprechen kann, ist, wenn ich diese Bereitschaft mitbringe, gibt es so viele Geschenke danach. Also zum einen bringt es einen enormen Gewinn an Leichtigkeit. Es bringt einen enormen Gewinn an Freiheit, an innerer Freiheit. Man muss sich ja so vorstellen, wir leben ja weitestgehend in einem Konstrukt. Das haben wir in unserer Gesellschaft gelernt, wie bestimmte Dinge sind, das ist richtig, das ist falsch und so macht man das und so nicht und alles Mögliche. Also in der Schule, die ganze Gesellschaft, die ganzen Medien, die prägen einen auf einer bestimmten Ebene und das nehmen wir erstmal so hin. Und wenn wir nicht mehr in Kontakt mit uns selber sind, ist das die Wahrheit. Und das wirkt eine Menge an Konfliktpotenzial in uns, weil wir, sobald wir anfangen, ein Gespür dafür zu bekommen, ist vielleicht doch nicht alles wahr. Geraten wir da in Schwierigkeiten innerlich. Und da sind jetzt gerade auch ganz, ganz viele Menschen. Weil das, was draußen passiert, spiegelt ja letztendlich auch das, was
in uns alle schief liegt. Und wenn wir einfach Bereitschaft mitbringen, da ein bisschen hinzuschauen, und die intuitive Arbeit ist ja ein Dorthinschauen, also die Bereitschaft mitzubringen, dass die Intuition uns sagen darf, ja, wir schauen mal dahin, dann erfahren wir uns auf einer Ebene, die wir so, sage ich mal, mit dem Verstand nicht begreifen können. Und das spült so viel Druck, so viel Falsches von uns weg, dass wir uns danach einfach viel, viel freier fühlen, viel, viel mehr Kontakt zu uns selber haben, also sich selber wieder spüren, was ist eigentlich mein Bedürfnis. Ja, wir haben oft so Ideen von, was wir brauchen und damit alles in Ordnung ist und so. Und das kann sich radikal ändern. Und plötzlich merken wir, ah, das brauche ich ja gar nicht. Und das habe ich immer nur gedacht, aber es ist ja gar nicht wahr, es stimmt für mich gar nicht. Und plötzlich merke ich, mein ganzes System verändert sich. Und für jeden Einzelnen kann das ganz, ganz unterschiedlich sein. Also es kann sich körperlich ausdrücken, dass bestimmte Schmerzen weg sind, dass ich aufrechter gehe, dass ich irgendeine körperliche Beschwerde auf einmal nicht mehr habe. Es kann sich, oder definitiv wird es sich geistig ausdrücken, dass ich mich freier, leichter, mehr in Kontakt mit mir selber fühle. Innere Führung oder wie? Es war eine tiefe innere Erfahrung während eines Konzerts. Okay. Ja, also ich habe immer Musik gemacht und ich habe auch intuitive Musik immer schon gemacht, aber immer nur für mich. Okay. Und wenn ich halt auf Bühnen stand, stand ich halt immer mit Menschen, mit einem Programm auf der Bühne. Das war was ganz anderes. Ja. Und in diesem Konzert stand ich das erste Mal ganz alleine auf der Bühne mit meinem eigenen Programm, was freie Improvisation war. Ja. Und darin hat sich mir eigentlich gezeigt, für mich, was die Bedeutung von Musik eigentlich ist. Und also die viel, viel tiefere Bedeutung von Musik. Und seitdem war mir klar, ich möchte keine mehr Musik als Entertainer mehr machen. Ich möchte nicht jemanden mehr bespaßen, sondern die Musik, die Qualität der Musik ausspielen, den Menschen zu dienen, in ihre eigene Kraft zu kommen, in ihr Fühlen zu kommen. Also im Prinzip, wenn man das so sieht, eine Filmmusik, die einen Film unterstützt, damit der Zuschauer den Film überhaupt fühlen kann, was da passiert. Das ist schön. Und das ist so. Und ich mache sozusagen die Filmmusik für den eigenen inneren Film. Und die entsteht im Moment. Die kann nur im Moment entstehen. Der wesentliche Unterschied zwischen einer, sag ich mal, einem normalen Workshop zu einem bestimmten Thema mit einer bestimmten Technik und in dem, was wir machen, in der intuitiven Arbeit, ist die Quelle. Es ist die Quelle, aus der meine Aktion entspringt oder mein Ausdruck entspringt. Und gerade in unserer Gesellschaft sind wir sehr, oder ist diese Art und Weise sehr dominant, dass uns jemand sagt, das und das musst du jetzt machen und dann passiert das und das und das ist richtig. Ob ich nun zum Arzt gehe oder ob mein Arbeitgeber oder mein Geschäftspartner irgendwas sagt, in den Medien oder wo auch immer. Wir sind sehr stark im Außen orientiert. Und dieser eigentliche Erkenntnisprozess, was für mich in diesem Moment das Richtige ist, das kann nur ich selber fühlen. Ich kann dir nicht sagen, was für dich gut ist. Es kann für dich funktionieren, was ich denke, muss es aber nicht. Und wenn ich jetzt was, das heißt ein Chaka-Chaka-Workshop, das kann super sein für einen bestimmten Moment. Mich gar nicht in Abrede stellen. Aber der wesentliche Aspekt dieses wirklich aus dem Innen heraus fühlen, was jetzt in dem Moment gerade richtig ist und was mir die Erlaubnis gibt, auch zu heilen, das kann man einfach auch gar nicht vergleichen. Was in den Workshops ja auch ein Teil davon ist, ist zum Beispiel eine eigene Grenze zu finden, zu gucken. Wir machen ja keine Vorgaben in dem Sinn, sondern wir sprechen ja Einladungen aus in dem ganzen Flow, was so passiert. Bist du eingeladen,
da mal hinzuspüren, wie ist denn das für mich, wenn ich das so und so mache. Mhm. Wir würden zum Beispiel nie sagen, sondern jetzt mach dir mal das. Mhm. Und mit der inneren Entscheidung auch zu schauen, was es tut. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel singen und ich entscheide mich nicht zu singen, was macht das mit mir? Was gehen im Inneren für Prozesse ab? Da in Kontakt zu kommen, warum singe ich jetzt nicht? Warum möchte ich das nicht? Oder warum zu fühlen, was uns blockiert? Mhm. Und auf einmal kommt da vielleicht ein Gefühl. Mhm. Auf einmal kommt da ein altes Verbot. Mhm. Was auch immer. Es ist für jeden etwas anderes, was uns halt als Gesamtpersönlichkeit formt, in vielen, vielen Aspekten. Mhm. Und was wir halt mit der intuitiven Arbeit machen, ist immer wieder kleine Türchen, Einladungen auszusprechen, zu öffnen, mhm. wo ich als Teilnehmer ins Wahrnehmen komme. Mhm. Ohne, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas tun. Wir müssen überhaupt gar nichts tun. Ich kann mich auch den ganzen Tag auf den Boden setzen und das Ganze beobachten. Mhm. Mhm. Und das ist völlig okay. Mhm. Das Wichtige ist nur, wahrzunehmen, was in mir passiert, wenn ich da den ganzen Tag sitze. Mhm. Was passiert in mir, wenn auf einmal eine Bewertung hinkommt und sagt, das ist aber doof, was die machen. Mhm. Wer sagt denn das? Mhm. Warum sagt er das? Mhm. Vor welcher Erfahrung möchte der das sagt, mich schützen? Mhm. Und da fängt es dann an, spannend zu werden. Es geht gar nicht darum, alles mitzumachen, alles irgendwie zu machen. Es geht überhaupt gar nicht mehr ums Machen. Mhm. Es geht ja darum, mich zu öffnen für die Erfahrung. Mhm. Und das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu einem normalen Workshop. Da geht es ums Tun und durch das Tun halt eine bestimmte Erfahrung zu generieren. Wir öffnen den Raum, die Erfahrung aus uns selbst heraus entstehen zu lassen. Egal, was wir tun. Und das Tun gar nicht mehr als Tun zu begreifen, sondern es geschieht einfach. Mhm. Also wenn man tanzt, das Tanzen ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn ich Menschen tanzen sehe, ist es ganz oft, dass die Menschen sich in bestimmten Patterns bewegen. So, wie man halt tanzt. Jeder hat so eine Vorstellung davon, wie man tanzt und wie man richtig tanzt und was genehm ist und was, wie man nicht tanzen sollte, was sieht blöd aus oder keine Ahnung. Ja. Und das sind dann bestimmte Muster, in denen wir uns bewegen. Mhm. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, mhm. aber es bringt uns nicht zu uns selbst. Mhm. In dem Moment, wo ich mir den Raum nehme, zu dem Geistenrhythmus auf der Tanzfläche zu stehen und mich gar nicht zu bewegen, wenn ich das gerade fühle, zu schauen, was macht das in mir. Und dann explodiere ich plötzlich und springe durch den Raum. Und dann stehe ich wieder, weil es gerade mein Ausdruck ist. Und jemand anders macht was ganz anderes. Das ist völlig egal und das ist völlig okay. In diesen Räumen, da passiert so viel. Und das ist, glaube ich, diese Kraft, diese Magie, die dann entsteht, die so viel Heilung birgt, weil ich selber auf die Schliche kommen, wie ich auch so funktioniere in diesen ganzen Konstrukten da draußen und wie ich mich selber limitiere. Mhm. Und das einfach zu erkennen, ohne es zu bewerten, einfach zu sehen, aha, okay, das mache ich, also spannend. Und hier kann ich eine Entscheidung treffen. Mhm. Ich kann die Entscheidung treffen, okay, ich bleibe weiter in zum Beispiel einem Vermeidungsmuster. Mhm. Oder ich fühle mal, wie das ist, wenn ich darüber gehe. Mhm. Und plötzlich öffnet sich eine ganz neue Welt. Da eben das auch zu erkennen und wieder zu sehen, was bedeutet das Leben für mich als Individuum? Mhm. Was ist meine Lebensqualität? Wir haben ja einen bestimmten Ausdruck. Jeder Mensch hat einen ureigenen Ausdruck. Jeder Mensch hat ureigene Qualitäten, die auch zu fühlen, zu sehen, okay, was kann ich der Welt denn schenken? Womit kann ich mich verschenken und der Welt dienen? Mhm. Schenken in dem Sinne, dass ich mit meiner Qualität einfach präsent bin. Mhm. Und das ist das größte Geschenk, das wir machen können, jemandem. Mhm.